Schon bald bekannt im ganzen Land. Urlaub machen alle hier. Glück tritt ein durch die Tür. Ja, schau dir mal diesen Haufen dreckige Schuhe an. Ja, was soll ich denn mit denen anfangen? Hä? Ja, putzen muss das. Für das bist du bei uns zu Hause. Okay, Liesl, du arbeitest es doch auch so gern. Mach das doch auch so. Du putzt den Dreck weg und ich steig's dann bloß noch an, die Drittling. Schau her, das Reitschürzel haben wir da auch schon mitgebracht. Das musst du selber machen. Ich habe einen Haufen andere Arbeit. Ja, du, da helfst du dann nicht. Warst schon in der Küche draußen beim Wedel dran, schau her. Ja. Da warst du gerade der Richtige. Ja, komm, fang halt an. Bis du lang redest, hast du es fertig. Ja. Antreiben lasse ich mich auch noch. Mein Meister, die sind mir was in der Früh. Die Schuhputzerei. Das habe ich da schon so dick. Immer die Schuhputzen von den anderen Leuten. Aber mitten bleibt ja nichts anderes übrig, gell? Oh, fang ich halt einmal wieder an. Jetzt stehen sie wieder da, wie die Soldaten stehen sie da. Das werden wir jetzt kommentieren dürfen, gell? Ganze Abteilung, kehrt! Weggetreten! So. Was? Ihr seid noch da? Schöne die Befehlsverweigerung von euch, gell? Da gibt's auch wieder den lang. Pack ich halt einmal wieder. Ja, mit Spucke geht's aber noch am besten. Morgen! Auch so viel. Wir haben wir heute noch nicht angezapft. Macht nix. Sind wir schon fleißig heute in der Früh? Ja, mit einer wahren Begeisterung. Ja. Es ist eine wunderbare Arbeit, das Schuhputzen. Ich sag's euch, das müssen Sie einmal probieren, gell? Um Gottes Willen. Ich möchte Ihnen doch eine Lieblingsbeschäftigung nicht wegnehmen. Sie, aber was anderes? Sie waren vielleicht noch nie bei uns da, gell? Nein, ich möchte mich bloß ein bisschen umschauen. Sagen Sie mal, stimmt das, dass den Gasthof da eine gewisse Liesl Jäger in Pacht hat? Hä? Stimmt's jetzt? Huhu, da gehört's eine. Ja, das stimmt. Ja. Ja, die Liesl, das ist unsere Wirtin. Aha. Kennen Sie die? Gut. Wie gut? Ja, schon lang. Aha. Ich hätte gerne mal geredet mit ihr. So. Also gut, dann muss ich es halt rausreden, gell? Da, halten Sie mir doch dabei. Ein bisschen, wenn schon mit dem Schuhputzen nichts wert, gell? Sie, darf es für ruhig noch mal aufspeien, wie es noch nicht gelangen soll, gell? Das ist ja noch ein Servus. Ich bin gespannt, was die Liesl sagt, wenn sie mich wieder sieht. Also, Nickel, wenn du mich wegen deine dreckigen Schuhe von der Arbeit wegholst, dann bin ich der Best, gell? Okay. Ist das ein dreckiger Schuh? Mensch, das ist ja der Joschi! Liesl. Ja, sag einmal! Grüß dich, wie kommst denn du daher? Was, das sagst du zu dem? Na, sag sie. Ja, sag einmal, lass dich anschauen. Ja, gut schaust du aus, du bist ja noch fescher geworden. Jetzt hörst aber auf. Ja. Nein, Liesl, das stimmt schon, du bist schon sauber. Aber ich bin auch fesch, gell, Joschi? Ja. Joschi, das ist unser Nickel. Der hat mich nämlich dazu überredet, dass ich das Wirtshaus da in Pacht übernehme. Aha. Naja, ich meine, es ist zwar nicht ganz einfach, aber. Er hilft mir überall in der Nickel, gell? Ja, ist ja nett von einer Nickel. Er bricht auf deine Zunge nicht ab mit dem Sie. Du darfst ab sofort du sagen zu mir. Okay. Aber nur, wenn du mir hilfst, weißt du. Der probiert's doch bei einem
gehen. Ja, ja, ich geb keine Ruhe nicht. Und eines Tages, da find ich welche, die sich um meine Lieblingsarbeit direkt reißen werden. Ja, ja, ja. Mensch, Joschi, das freut mich, dass du mich besuchst. Ja. Komm, geh mit rein. Ich muss dir doch was anbieten. Du, Isel, eine Frage. Sag mal, besprichst du das geschäftlich in dem Gasthaus da auch mit dem Nickel? Ja, freilich. Der kennt sich doch viel besser aus als ich. Ja, dann muss ich das, was ich vorhab, auch mit ihm besprechen. Wieso? Bist du vielleicht wegen was Geschäftlichem dahergekommen? Auch. Nickel, hast du einen Augenblick Zeit? Ich bin für jede Unterbrechung dankbar. Da setzen wir uns ein bisschen zusammen. Komm her. Passt auf. Es ist folgendes. Ich mache am Chiemsee ein Fitnesscenter auf. Ah, ein Massagesalon. Ja, in der Abteilung machst du Geschäftsführer da. Sag mal, wie seid ihr so im Großen und Ganzen mit deinen Urlaubsgästen zufrieden? Na ja, weißt schon, die ziehen wir schon so, wie es ich brauch. Ich frage aus einem ganz bestimmten Grund. Ich möchte mich da mal bei euch einen Urlaubsfitnesssport ausprobieren. Was, bei uns da? Ja, da im schönen Gasthof zum Wetterfahndl. Ich habe jetzt 3 Wochen Zeit und da möchte ich mal mein Aktivprogramm euren Urlaubsgästen anbieten. Ah, hab ihn schon, Liesl. Weißt du was? Der möchte bei uns 3 Wochen umsonst Urlaub machen. Joschi, ich denk fein nicht so, gell? Ich glaub, du denkst dann ganz was anderes. He? Aber Joschi, das ist gar nicht einmal so verkehrt, was du da vorhast. Okay. Ja, schau her, die Urlauber machen doch in ihren Ferien so viel verkehrt. Eben. Du, die einen sind zu faul zum Spazierengehen, die sagen, ach, wir müssen uns ausrasten. Und die anderen, die da rennen sich halbert, dass ihnen ja nichts auskommt. Genau so ist es. Und ich möchte ihnen beibringen, wie sie es richtig machen. Mei, da kriegst du ja eine schöne Arbeit zusammen. Mach doch nichts, das ist ja mein Beruf. Liesl, ich hab so gedacht, du machst deine Wirtschaft, deine Pension, wie immer, und ich kümmere mich ein bisschen um einen Sportbetrieb. Das war doch für dein Geschäft auch nicht schlecht. Was meinst du? Ja, was meinst du, Nickel? An was denkst denn du gerade? An was ich denk? Mhm. An das, was wir gerade besprochen haben, an den Gesundheitsfitnesssport. Ach so, ja, ja, ach so. Ja, also, ich dat ja so gut. Hm? Gut, Joschi, dann gehst du mit mir in die Küche, da besprechen wir gleich alles Geschäftliche, gell? Also ein Weiberleid kann doch lügen, wie er druckt. Die will doch von diesem Joschi ganz was anderes wissen. Hab schon gesehen, wie es ihn anblitzelt hat. Aber der gefällt mir. Der gefällt mir ja, der passt zu uns. Und an Sport kriegen wir jetzt auch noch zu uns daher. Ja, ich hab die meinen schon, gell? Schuhe groß und klein, putz ich blitzeblank und rein. Und ich denk dabei so an allerlei. Ich weiß ganz genau, alle Tage sind nicht grau. Bist du stets fidel, schluckt der Gewiss nix viel. Ja, es wollt mir gar nicht schwer, ich hab mein Patent. Drücken mich die Sorgen sehr, denk ans Happy End. Ja, dann geht's schon wieder, ja, fidel bin ich. Tratzen lass ich mich gar nicht, weil mich's Leben frei, gestern so wie heut. Das ist unser Nickel. Mhm. Du, was ist? Sollen wir jetzt diesen Gesundheitssport bei uns einführen? Ja, selbstverständlich. Liesl, hast du das nicht gesehen? Ich bin doch schon im Training. Gut, pass auf, dann hol ich meine Sachen und ich komm so schnell, wie es geht. Ja? Vierte, Liesl. Servus. Ja, servus, Joschi. Vierte. Vierte, Joschi. Was ist denn da? Ein Joschi winken. Wenn's ich jetzt nicht gemacht hätte, dann hättest du das direkt vergessen. Was du wieder denkst. Mhm. Liesl! Was denn? Jetzt wollte ich bloß noch sehen, wie rot das geworden bist. Hm? So glaubst du das? Ja. Ich meine immer, dein Herz, das macht bum budi bum budi bum budi bum budi bum budi bum budi bum 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 bum. Au, jetzt kommt unser Frischling. Guten Morgen, Herr Nicky. Morgen, Herr Fritz. Da ist ein Trinkgeld für Sie. Kleingeld gehört da nicht. Also, das haben Sie großartig gemacht.
Wie ich gestern mit dem Fräulein Clara im hinteren Wirtsgarten war, da haben sie uns das Licht ausgeschalten. Ja, freilich. Ich weiß, durch was sich kehrt. Aber gell, Herr Fritz, es ist schon was wert, wenn man bei einem Mädchen nicht mehr weiter weiß. Und plötzlich steht man dann im Finstern da. Wissen Sie, Sie sind nur so ein junges Bäckerl. Ja, und da hilft man ganz gern ein bisschen nach. Ach so. Was ist? War's schön, hä? Ach, das kann man gar nicht beschreiben. Ich verstehe jetzt, was es heißt, im siebten Himmel zu sein. Aha. Ja, sagt das die Clara auch? Na, das habe ich dann doch noch nicht gefragt. Wissen Sie, ist doch nur so ein scheues Reh. Ein scheues Reh? So ein ganz alter Dreh. Herr Fritz, trauen Sie noch was? Die Mädel haben das gar nicht gern, wenn ein Mannsbild zaghaft ist. Ja, aber die Clara, die hat doch so Angst vor ihrer Tante. Die passt ja auf wie ein Schießhund. Ja, nein, da haben sie recht, die Tante. Sieh, wie gestern hinten im Wirtsgarten das Licht ausgegangen ist, gell? Da hat die Tante ganz energisch von mir gefordert. Herr Nickel, machen Sie sofort dahin das Licht. Na, wie zu ihr gesagt, das geht jetzt nicht. Wir haben einen momentanen Kurzverschluss. Also, wie es Ihnen immer nur so einfällt. Okay. Ach ja. Aue. Ihr noch hat's ja sauber gepreselt. Ja, und ich bitte Sie, Herr Nickel, helfen Sie mir auch noch weiterhin gegen die Tante, dass sie nicht gar so bellt. Und dann werde ich Ihnen Rappi folgen und werde nimmer zaghaft sein. Mhm. Aue, da ist sie schon. Guten Morgen, Nickel. Verzeihung, guten Morgen wollte ich sagen. Ja, und ich wünsche auch einen recht schönen guten Morgen. Nickel, er läuft mir davon. Er hat ein schlechtes Gewissen. Nickel, ich täusche mich nicht. Er stellt meiner Nichte Clara nach. Was? Stehlen tut er? Ja, was hat er denn schon alles gerämpfelt? Nein, Nickel, da ist nicht zu spaßen. Er steigt ihr nach. Ja, meinen Sie wirklich? Ja, natürlich. Denken Sie doch an gestern Abend, als im hinteren Wirtsgarten das Licht ausging. Die Clara war nicht da und dieser Fritz auch nicht. Ja, Teufel. Sieh, da darf es für aufpassen drauf. Ja. Was ist? Ja, soll ich Ihnen helfen? Oh, das wäre sehr lieb von Ihnen. Nickel, ich würde mich erkenntlich zeigen. Nicht nur mit Trinkgeld. Oh, Sie missverstehen mich doch nicht, ja? Aber hier überhaupt nicht. Hier, ein kleiner Vorschuss, ja? Oh, ja, der gehört da mit ein. Ja. So. Und passen Sie gut auf die beiden, ja? Ja, freilich passe ich auf drauf. Und wie? Ja, Nickel, Sie haben ja Feuer in den Augen. Ja, mein Feuer klang für so einen alten Leuchtturm nimmer. Ja, so alt sind Sie doch noch gar nicht. So, ja, ich habe auch mich gar nicht gemeint, gell? Sondern den Leuchtturm, den alten, ganz hinten. Ja. Ah, Sie waren schon mal auf See, ja? Ist mir nichts bekannt. Aber geleuchtet habe ich zur rechten Zeit, oder? Guten Morgen. Ja, Gott sei Dank, jetzt kommt was Jüngeres. Ja, guten Morgen, Herr Nickel. Ja. Clara! Schämst dich du nicht, den Nickel so zu kitzeln? Ja, also, ich schaue jetzt gleich mal nach, wo das Frühstück bleibt, gell? Damit die Damen nicht so lange warten müssen, gell? Clara, setz dich hierher. So. Und nun beichtest du mir, wo warst du gestern Abend beim Kurzschluss? Ganz harmlos spazieren. Ach, lüg doch nicht! Die Wirtin ist so sehr beschäftigt, da habe ich mir erlaubt, die Damen zu bedienen. Das ist aber lieb von Ihnen. Clara! Ach, lassen Sie doch das. Das kann doch ein Mann nicht. Sich denn da zu schreiben? Hm? Oh, um Gottes Willen! Jetzt will ich wissen, was hinter meinem Rücken vor sich geht. Tante, du wirst doch den Brief nicht lesen! Natürlich werde ich das, natürlich! Geliebte Clara, aha! Hat sich deine Tante die alte Schachtel nicht... Beruhigt! Das ist ja furchtbar! Sch-
sie flegel sie. Clara, komm! Ach, du Esel, du! Herrgott, bin ich blöd! Herr Fritz, schauen Sie mal her. Die Gartenschirme haben jetzt gerade vom Schleifen geholt, gell? Soll ich damit die Ohrweißel ein bisschen stutzen? Hä? Schneiden Sie mir lieber gleich einen Kopf runter. Da, lesen Sie. Was ist das? Geliebte Clara. Mein Gott, sowas schreibt man doch nicht. Sowas sagt man gleich. Ich hab schon mehr geschrieben, lesen Sie nur. Hat sich deine Tante die alte Schachtel schon beruhigt? Und das hat die Tante gelesen. Mein Herr Fritz, Sie sind vielleicht ein Anfänger. Ja, aber ich hab doch nie einen Rat befolgt. Ich wollte mich energisch zeigen. Ja, aber doch nicht bei der Alten. Nein, bei der Jungen. Ja, Sie haben ja recht. Die Damen sind ohne Frühstück weg. Ich muss schauen, wo sie sind, damit ich mich entschuldigen kann. Geh nur zu. Der darf noch viel lernen. Na, schau her. Das Frühstück ist noch komplett. Das ist gut. Das verkaufe ich noch mal. Ja, für den bin ich. Ja, wo sind wir denn? Ich bin da! Der große Sägewerksbesitzer Porsche! Ja, was ist denn da? Was ist denn da? Da rührt sich niemand in dem Saftladen! Hasel! Ja, sitzt sie auf die Ohren! Hasel! Ja, hat er die eine sympathische Stimme? Hasel! Ja, was ist denn? Ich bin bei der Großsägewerksbesitzer Porsch! Ja, mein letzter Marsch! Ja, also, da. Also diesen geschrammelten Kerl, den muss ich jetzt gleich von Anfang an ein bisschen auf den Arm nehmen. Mit direkt ein Herzensbedürfnis bei solchen Menschen doch. Hasel! Ah, du wirst der Häuser vor lauter schreien! Hasel! Du sitzt da einer! Hey! Bist du der Hasel? Du, bei mir wird gespurt, gell? Die hört sich ein, wenn ich was will. Ist was los? Der ist ja blöd. Hey, da draußen sind Kopfer. Da draußen. Trag's rein. Der ist ja mehr wie blöd. Du sollst das reintragen! Alles, was drauf ist, reintragen! Warum ich? Ja, weil du doch Hasel bist, du Hornox, du Geweih, rührt dich, steh auf! Aufsteh, soll ich auch noch? Ja, das geht ja gar nicht, weil wenn ich länger sitze, dann wäre ich so krampfig. Krampfig? Krampfig? Auf ihm auch noch, hä? Was spielst du denn jetzt zum? Jetzt habe ich mir gerade einen Gang eingetan. Ja, Blutsauerei fängst du weit. Ja, sowas habe ich noch nicht erlebt. Hey, Hasel, vergiss fein nicht alles, was draus ist, rein drum. Und sowas der frei umeinander laufen. Ja, ist ja so. Die Trumpf hab ich schon. Wo sollst du denn hinsitzen? Ja, da hört sich ja alles auf. Schleppt ja meine Nichte rein. Ja, du hast mir doch angeschafft, alles, was draußen ist, soll ich reintragen. Die war ja auch draußen, gell? Der hat's faustdick hinter den Ohren. Ja, freilich, jetzt kommt's mal erst. Der ist ja gar nicht blöd. Nein, ich nicht. Zuerst war er am Zusammenbrechen und dann schleppt er auf einmal ein Mordstrum Weiberleute umeinander. Ja, weißt du, bei einem schönen Mädchen bin ich wie ein Zurger. Der hat Humor. Na, frech ist er, sau frech. Du Hasel, das gewinne ich dir ab. Hä? Ja. Warum hast du so saublöd angestellt? Weil ich das nicht verputzen kann, wenn mir einer so anschreit wie du. Ja, kann das nicht verputzen? Na, Ilona, mit dem fahr ich Schlitten. Da, das wird ein Spaß. Dem zeige ich, wer ich bin.
Und hier wollen wir also deinen Urlaub verbringen, ja? Ja, freilich. Da habe ich Zimmer bestellt. Hm. Ich mag es ja so, weißt, ländlich. So bin ich aufgewachsen. Aber ich hab's zu was gebracht. Bin der Großsägewerftbesitzer Porsche. Bin ein Mann, der sich alles leisten kann. Sogar dich, du Drücher. Sag zu mir. Ja, habt ihr hier überhaupt noch was daheim? Ja, bist du wieder. Also, auf dich freue ich mich ganz besonders. Ja, das ist recht. Wie heißt denn du? Nickel. Und wie heißt denn du? Ja, was erlaubst du denn du? Du zu mir sagen. Ja, mei, wenn's du zu mir sagst, dann sag sie ja. Ja, was bist du denn du, mei? Bin der Großsägewerksbesitzer Porsch. Ich sag zu allen meinen Untergebenen, du. Ja, ich bin auch nicht ein Untergebener. Wer sich mit mir anlegt, geht K.O. Oh. Oh, die feinen Haxerl, die schaust du dir mal an. Ja, das wird ja allebei noch besser. Was geht denn dich die Haxerl da an? Ja, meinst denn du, ich mach wegen sowas die Augen zu? Er ist ein Spaßvogel, Onkelchen. Ach, das Onkelchen ist es. Ach, du schau ja, das Onkelchen. Um was sich der nicht alles kümmert. Hol mir mal die Wirtin. Sagst, der Großsägewerksbesitzer Porsche ist da mit seiner Nichte. Ja, ob ich mir das alles merken kann, na, das. Heftig schon, Ilona. Den mach ich klein, so klein mach ich den, so klein. So, dann brauchst du mich wohl gar nicht mehr, was? Ja, freilich brauch ich dich. Den Hausel für den Tag und dich für etwas später. Ist doch mein nettes kleines Kurschanteil. Sag mir immer schön Onkel zu mir. Braucht niemand wissen, dass du nicht meine Nichte bist. Mein Doktor, den darf's die Augen raustreiben, wenn er mich so mit dir sehen darf. Und sag mal, wie zeigst du dich denn erkenntlich, wenn ich immer recht lieb zu dir bin? Hm? Ja, du kommst schon jetzt kurz. Ich hab's ja. Wenn's musst, kaufe ich dir den Gasthof da. Ich kann mir für mein Geld alles kaufen. Ich werde dich dran erinnern. Ich kann mir alles, ja alles kaufen. Ich habe Geld für andere. Für mich muss alles von jeder laufen, denn ich bin nur mir selber treu. Komm, mein liebes Kind, auf den Schoß geschwind, deine Onkel kennt, keiner will niemand sehen. Keinem geht's was an, dass ich nicht dein Mann und auch nicht dein Onkel sein kann. Du bist die Süße, die Zuckersüße, die Medizin, die ich gern mag. Du bringst mich wieder auf meine Füße, jünger mich von Tag zu Tag. Oh, du Süße, du Süße. Gott, die Herrschaft, ich bin die Wirtin. So. Dann sage ich Ihnen jetzt gleich einmal, dass Sie einen frechen, stinkfaulen Hausel haben. Okay. Bis jetzt war ich aber recht zufrieden mit Ihnen. Ich bin's nicht und auf das kommt's an. Ich bin der Großsägewerksbesitzer Porsche. Sagen Sie mir gefälligst meine Zimmer. Wenn Sie bitte schön mitkommen wollen. Bitte schön. Ja. Da geht's rauf. Wahnsinn, Mensch, verhaupt's dir gleich mit raus, gell? Hausel, bring meine Koffer. Ilona, komm! Herrschaftszeiten, wo bringe jetzt ich für den Wanzen her? Nein, ich kann mich nicht beruhigen. Tante, das war bestimmt nicht so gemeint. Ach, lass mich doch in Ruhe. Nickel, sagen Sie selber, bin ich eine alte Schachtel? Nein. Da hörst du's. Eine alte Schachtel ist aus Pappertickel. Sehr richtig, sehr richtig. Und an mir ist überhaupt nichts aus Pappe. Hochverehrte... Pflege! Ich. Ja, was willst denn mit dem? Der stottert doch! Ich bitte um Entschuldigung. Ich verbiete mir jeden weiteren Konkurs mit Ihnen. Clara, komm! Koffer! Wo bleibt denn meine Koffer? Herr Nickel, was soll ich denn jetzt machen?
Ja, mei, da müssen wir zwei was drehen, gell? Aber was, das weiß ich jetzt noch nicht, gell? Ohne Koffer! Nickel! Der Porr schreit auf seine Koffer! Schreit er fest? Ganz narrisch ist er. Sag mal, was hast denn du mit dem? Ich? Gar nichts. Aber der gefällt mir. Liesl, weißt, das ist einer von denen, die schnell in den Tee gekommen sind. Du, der meint, weil in seinem Sägewerk alles rennt, wenn er rumschreit, soll es ich auch machen. Nein. Du, der braucht sogar im Urlaub einen, den er kommandieren kann. Du, und da bin ich aber nicht der Richtige dazu, gell? Das ist doch unser Geschäft. Wenn er wieder fahrt, ist doch auch nicht recht. Der fährt nicht so schnell. Der hat an mir einen Narren gefressen. Du, so klein mich bitte machen, so klein. Und wenn ihm das nicht gelingt, freut ihn der schönste Urlaub nicht. Mhm. Sei nicht, das wäre ganz schön schnappig, gell? Ja? Sie will jetzt sofort ihre Koffer, hat sie gesagt. Sie will sie nämlich hübsch anziehen. Ja, warum sagst du denn das nicht gleich? Gleich trage ich jetzt die Koffer auf. Ich möchte doch unbedingt sehen, was die alles auszieht, wenn sie sich hübsch anzieht. Gefällt dir die vielleicht? Ja, Liesl, was? Die hat dieses gewisse, dieses. Das verstehst du nicht. Also, mir gefällt's überhaupt nicht. Und mir schon. Hä? Herr Nickel, ist Ihnen schon was eingefallen? Ja. Helfen Sie mir, die Koffer auftragen, dann kommt mir vielleicht die Erleuchtung. Essen. Hast du gekocht? Ja. Oh, dann schmeckt's mir besonders. Komm, gib mir die zweite geschwind ins Zimmer, gell? Jetzt. Da ist zum Essen hergerichtet. Und ich hab keinen Appetit. So, Clara, komm. Wir speisen. Wir speisen am anderen Tisch. Sie nicht! Was ich für eine Lichte habe. Ich bin der Großsägewerksbesitzer Porsch. Bin ein Mann, der sich alles leisten kann. Gell? Auseinanderteil, muss jetzt da durch. Freundal, wie haben wir es denn da? Na, warte nur. Oh. Hey! Hasel, da raus! Was ist denn? Oh ja. Einen anderen Schuh, der wackelt. Da hinten steht ein anderer, da brauchst du bloß Hickenklammern. Die Klammern schon, wo ich die habe, den freue ich mich ganz besonders. Ja. So, meine Herrschaften, darf ich Ihnen meinen neuen Sportlehrer vorstellen? Ja, wir schon. Wir machen nämlich ab heute im Gasthof zum Wetterverhandeln Gesundheitssport für unsere Feriengäste. Ja! Das ist ja wunderbar. Aber wieso sagen Sie denn, es ist Ihr Sportlehrer? Er ist doch der unsere, nicht wahr? Der sieht schon so aus, dass man bei seinem Anblick schon gesund wird, ja? Er ist aber für unsere Gäste nur für den Sport da. Ja, es wird schon richtig werden. Ich hoffe nur, dass Sie alle recht fleißig mitmachen. Natürlich! Ich nicht, ich hupf da nicht mit. Aber ein Großsägewerksbesitzer Porsche hat das nicht notwendig. Onkelchen, gerade du musst ab der Taille noch viel beweglicher werden. Herr Sportlehrer, ich kann den Bauchaufschwung noch. Toll! Ja, was ist denn da los? Kein Mensch denkt mehr ans Essen und ich bring extra schon die Suppe raus. Er bringt die Suppe. Du, ich mag's dein Horst, gell? Lauf an, wenn's ist, dann tragst du es wieder rein. Nimm einen Löffel, probier's. Sich's mei verbrennt! Ja,
Meisterschaftszeiten, wo ist denn der schon wieder? 1-2, 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
wodurch die immer glauben, dass die älteren Jahrgänge nichts mehr zusammenbringen. Sehr richtig, Nickel, sehr richtig. Ich werde laufen, ich werde laufen. Ja. Ich werde diesem Fritz zeigen, was eine alte Schachtel noch alles kann. Ja. So, wir schaffen, jetzt legen wir mal ab und dann fangen wir an, ja? Du schön. Halt mal, halt, stopp, 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 stopp. Wo ist denn der Porsche? Oh, den habe ich ganz vergessen. Der liegt sicher noch im Bett und schläft. Ich hole ihn gleich. Also, ich weiß nicht, was der Porsche immer hat, dass der in der Früh so miert ist. Joschi, du kannst ja ruhig ohne der Ilona anfangen. Du musst nicht extra warten. Auf geht's, ich geh mal hinter, bis er lauft. Hopp, 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 komm schön, auf, auf. Warum hast du die Ilona mit dem Holz in die Küche ausgeschickt? Die habe ich gar nicht in die Küche geschickt, die ist freiwillig in die Küche gegangen. Mhm, weil sie ganz genau gewusst hat, dass der Joschi draußen ist. Als nächstes Mal magst du die Arbeit selber, gell? Ja, nein, ich euch erwischt. Nickel, helfen Sie mir. Onkelchen liegt im Bett und will nicht aufstehen. Ja, ja, was kriege ich denn für meine Hilfe? Nickel, was ist denn das? Das ist ein Trinkgeld, das man nicht versaufen kann. Jetzt werden wir ihn gleich herausgenommen, Porsche. Jetzt passt's auf. Brenner, du Herz! Das ganze Haus brennt! Raus aus dem Haus! Feuer! Brenner, du Herz! Das ist gut! Jetzt kommt er bestimmt! Ja! Jetzt hat's nicht mehr Treppen runtergehaut. Wo brennt's? Wo brennt's? Wo brennt's? Onkelchen, wo bleibst du denn? Wir warten mit der Gymnastik auf dich. Was? Es bringt gar nicht. Ach, was? Ja, du Hundling, du. Warum schreist du Brenner durch, hä? Treibt mich der Holbert nackert aus dem Bett raus. Ja, ich schreie sich in der Luft. Ja, ja, aber du musst zuerst Gymnastik machen, gell? Damit's mit der Wisch. Was? Die bring ich um. Schreit der Brenner durch. Ich kann gar nicht hinschauen, sonst sehe ich wieder was, was mir nicht passt. Eins, zwei, so, jetzt machen wir langsam Aufstellung zur Gymnastik. Hüpfen auf der Stelle. Hüpfen auf der Stelle. Nicht schlucken, hüpfen. Hey, Knie zur Brust. Knie zur Brust. Höher, Nickel, komm höher. Komm, komm. So, dann hüpfen wieder. Ein bisschen kreisen. Kreisen, das ist gut für die Lula. Komm, kreisen, ja. So, ist gut. So, machen wir aufbeugen. Leichte Grätsche, Fingerspitzen berühren den Boden. Auf geht's, Nickel, runter. Das ist einfach, sehr einfach. Geht's ganz runter, komm. Was ist? Der Porsche geht schon langsam durch. Komm, hopp, hopp, hopp. Also, ganz runter, ganz runter. Komm. Moment mal, ganz runter. Ganz runter. Da muss ich jetzt, ich muss, gell? So, jetzt pass auf. Und eins und eins. Jetzt bin ich ganz drin. Ja. So, auf geht's. Ja, ja, das war's. Der Menschen fliegt alles durch. Ich bin bloß immer verdorben da. Komm, ein bisschen schneller als wir sonst. Sag einmal, soll ich das bürsten müssen? Bloß weil du eine Wut auf die Ilona hast, wegen deiner Geschichte vorhin in der Küche draußen. Mhm, hast du das gesehen? Gerade vorhin ist sie wieder hinter ihrem nachgelaufen. Was meinst du, was die zwei im Wald draußen jetzt tun? Schwammerlbrocken.
Möchtest du mich vielleicht ärgern? Nein, das nicht. Aber Liesl, wird versauert der Bresl. Sag mal, hast du es noch nicht gespannt, dass der Joschi nur für dich Augen hat? Meinst du wirklich? Ach, mein Gott, du kannst einfach aufregen mit deiner Eifersucht. Ja, da würde ich nur lieber Schuhe putzen. Ich weiß schon, ich bin dumm, aber mein Gott, ich bin halt einfach einmal so. Angeschrien hab. Ach, woher, Liesl? Einer muss ja der Prellbock sein. Oh, mein Nickel. Die will ich nicht hätt. Ja, und ich meine Schuhe. Ach, oh, ist das was. Aber am Porsche hat's einen Dampfen ausgehaut. Bin umgekehrt. Wir reden doch nicht im Wald umeinander. Wie die Wildsau im Spessart. Was? Wie eine kleine, geile Wildsau dir. Naja, Frischling kann man zu dir nicht mehr sagen. Also, ich sag dir bloß das eine, dir helfe ich noch. Jetzt haut's. Jetzt haut's! Du bist der Erste, der freiwillig zu mir sagt, dass er mir hilft. Da fang der an. Was? Schuhe putzen soll ich? Ja, du, das ist eine wunderbare Arbeit. Und der richtige Ausgleichssport? Ja, und bei Weitem nicht so anstrengend wie der Waldlauf. Sei nicht so. So, mach das mal. So. Hört sich ja alles auf. Ja, ich lerne das Schuhputzen schon wieder, wenn du das nicht mehr kannst. Schau, immer so. Da hört sich ja alles auf. Einem Großsägen als Besitzer schafft er den Schuhputzen an. Nicky, was tust du denn schon wieder? Ich? Gar nichts. Aber er vertraut alles. Zuerst sagt er, er hilft mir. Und jetzt sagt er, ich hätte es ihm angeschafft. Da stimmt er mir. Ich geh. Da geh doch. Da geh weiter. Hat er gesagt, er geht? Nein. Was? Da hinten aus, meint er, damit er seine Ruhe hat. Lassen Sie ihn gehen! Ich lass mir das was kosten! Was glauben Sie? Was taten denn wir ohne unser Nickel? Jetzt können die nicht einmal ohne den sein. Aber dem helfe ich noch, den helfe ich noch. Hast du das gehört, Liesl? Es hat er schon wieder gesagt, dass er mir hilft. Gott, der meint doch das ganz anders. Ja, also der Sprichmacher ist er. Oh, jetzt zum Endspurt. Komm, 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 komm. Herr Sportlehrer, war das anstrengend. Sie, das gehört fein nicht zum Gesundheitssport. Joschi, dieser Waldlauf war einfach himmlisch. Wo habt's denn die anderen? Niki! Niki! Ich hab's geschafft! Niki! Gratuliere! Jetzt haben sie es gepflanzt. Mit so viel Jugend und so viel Tugend und meiner superduften sportlichen Figur in Luft und Sonne. Oh, welche Wonne! Ja, das ist die Verjüngungskur. Ja, die alte Tage. Fleck. Sie, die stets verkannte, rannte allen weg. Ja, ich sah keinen, das will ich meinen, der schneller raste, als es eben mir gelang. Noch vor den Jungen, das ist gelungen, die Tante über Gräben sprang. Ja, die alte Tante hat das Herz am rechten. Jetzt geht ihr Licht auf. Nickel, sehen Sie sofort nach, wo sie abgeblieben ist. Ja, ich schau gleich mal nach. Sie,
So. Fräulein Ilona, die werden doch nicht daheim im Wald. Meine Kleine. Achtung! Vorsicht! Er hat einen Wadenkrampf. Oh. Ja, den Krampf kennen wir. Ja, wehleidig sind diese jungen Männer. Aber frech sein, das können sie. Tja, 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 tja. Herr Fritz, die Tante ist jetzt im Haus drin. Jetzt braucht er es auch nicht mehr hüpfen. Ich danke dir recht herzlich. Ja, gern schön. Ich danke auch. Das ist mehr schaffen. Auf geht's zum Duschen, alle. Oh, halt, stopp. Ab in die Wanne. Stopp, 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 stopp. Ich gehe auch mit zum Buckelwaschen. Nickel, Sie stören. Oh, komm, Clara. Ah, Herr Fritzen, nicht vergessen, gell? Wenn euch die Tante sieht, hüpfen. Ja. Ja. Alle hilfst immer, bloß mir nicht. Ja, mei, Liesl, was soll ich da sagen? Die ist auch nicht mehr zum Helfen. Ich weiß schon. Ich mag mir selber nicht mehr. Ich hab mir das so schön vorgestellt. Ich mach die Wirtschaft, er macht den Gesundheitssport. So werden wir beide aus dem Gröbsten raus. Aber wenn es mit der Ilona so weitergeht, dann weiß ich gar nicht mehr, was ich machen soll. Mei, mei, die Ilona, Ilona. Jetzt pass mal auf, Liesl. Schau, zum Gaudi machen ist er sicher nicht gerade recht. Verstehst? Aber heiraten tut man sowas nicht. Meinst du? Ja, glaub es doch. Meine Güte, wenn ich nicht hätte. Ja. Und dann sagt der Porsche, soll die nachschmeißen. Was tatst du eigentlich ohne mich? Ja. Hey, Hasel, wie lange soll ich denn noch in die Turnschuhe rumlaufen? Du bist ja Stepper zum Schuhputzen. Glauben Sie immer noch, Frau Wirtin, dass der unentbehrlich ist? Jawohl, das glaube ich. Nickel, komm, putz die Schuhe fertig, gell? Sind eh schon gleich fertig. Nur noch die Unterseite. So, jetzt. Okay. Hupf gleich rein. Wie weiter zieht man's an? Was anziehen soll ich denn auch noch? Ja, das geht ja gar nicht. Schau, ich hab zwei Verträge hin. Da schau mal her. Daumen links, Daumen rechts. Oh, nix geht da. Und außerdem alles ausgeleiert bei mir. Da schau mal da her. Alles kaputt. Da, schau her. Da. Nix geht da bei mir. Aufgeblasener Neureicher. Was? Aufgeblasener Neureicher, sagt er zu mir. Da hört sich ja alles auf. Ja, da kommt mal gerade recht. Komm, kannst mir gleich meine Schuhe anziehen. Was? Das hast du ja noch nie von mir verlangt. Aber jetzt verlange ich es, weil ich narrisch bin. Aufgeblasener Neureicher, sagt er zu mir. Wer? Ja, wie er, so blöd hat er noch fragen, eh? So frech ist bloß einer, dieser windige Haseldorfer. Ach, und weil du mit ihm nicht fertig bist, soll ich wohl dafür büßen, was? Ja, ich wär schon fertig mit ihm. Weißt du was? Kauf mir doch diesen Gasthof, wie du es versprochen hast. Dann kannst du ihn sogar hinauswerfen, diesen Hausel. Ja, Schnuckel, du bist ja gar nicht so blöd, wie du ausschaust. Mhm. Den kauf ich. Mhm. Dann muss er Spuren kriechen, lass ich den. Aber du kaufst den Gasthof für mich, gell? Na freilich, was dachte ich damit? Nickel, jetzt kehrst der Katz. Ich gehe gleich auf die Gemeinde und lass mir das Grundbuch vorlegen. Ja. Damit ich über das Projekt orientiert bin. Ja. Wenn der Besitzer schon verpachtet, dann verkauft er bestimmt auch. Gut. Oh, Nickel, jetzt kehrst du mir. Beeil dich nur! Beeil dich nur! Du alter Esel, du. Du gehst mir schon auf den Leim. Ich bekomme den Gasthof und damit auch bestimmt den Yoshi. Ja, was ist denn, Frau Tante? Nickel, ich sag es dir ganz ehrlich, Nickel. Hm? Wie war ich denn im Endspurt? Einmalig. Also sensationell waren Sie. Ja, ich muss sagen, daherkommen sind Sie wie ein Haflinger im Finish. Wie ein Haflinger im Finish. Ja. Sie schmeicheln Sie. Ja, wissen Sie, bei Erna, da darf man sogar noch auf Sieg sitzen trauen. Ja, wie meinen Sie das? Ja, rein sportlich. Ja, ich habe diesem Fritz gezeigt, was eine alte Schachtel noch alles kann. Ja.
so gemein, nur weil ich sie nicht kannte und verkannte, wie mir scheint. Sie sind wirklich eine Nummer, so voll Lebenslust. Und ich machte ihnen Kummer, wirklich ganz unbewusst. Und ich machte ihnen Kummer, wirklich ganz unbewusst. Lassen Sie ihn hinsetzen, dem tut der Fuß so weh. Ja, natürlich. Bitte setzen Sie sich, danke. Ja? Danke. Clara, setz dich neben ihn. Oh, Tante. Und wo tut's weh? Oh, da. Ach, Sie sind auf den Kopf gefallen? Nein, da. Um Gottes Willen. Ja, dieses Bein ist ja ganz dick und geschwollen. Entsetzlich. Oh, da muss sofort der Joschi her. Herr Sportlehrer muss helfen. Joschi, Joschi, schnell. Herr Fritz, jetzt meine ich immer, müssen Sie was aushalten. Ja, das ist meine Tante. Zuerst dagegen und dann zu viel des Guten. Muss ich jetzt wirklich weiterschwindeln? Freilich, die Tante will sie so. So, Joschi, kommen Sie. Sehen Sie sich das an. Das Bein ist ganz entsetzlich geschwollen. Sehen Sie, ich glaube, es muss geschient werden. Nein, das braucht's wirklich nicht. Nur eine Verstauchung, ich versuch's einmal mit Massage. Ja, das ist gut. Packt man gleich, legen wir da auf den Tisch auf. Nein, Nickel, nicht ohne weiche Decke. Bitte bringen Sie sofort eine weiche Liegedecke. Eine alte Rostdicken bringe. Herr Joschi, tut das Massieren sehr weh? Ich glaube, er wird's überleben. Ja, Clara! Ach so. Gib ihm zum Trost einen Kuss. Aber nur einen. Joschi, wir schauen weg, ja? Eine Narkose kriegt er auch. So, da haben wir jetzt die Dicken, damit sich das Bubel keinen Schiefer im Bauch nicht zieht. Ja, gell? Und wir helfen ihm hinaus. Nein, nein, das geht schon so. Kommen Sie, kommen Sie, kommen Sie! So. Sehen Sie, Nickel? So werden bei uns Männer behandelt. Ja, also ich lass mich nicht auf den Bauch legen. Herr Fritz, schreien Sie, wenn es weh tut. Warum? Damit wir auch was haben davon. Nickel, mit sowas spaßt man nicht. Fritz, du Armer. Oh, Fritz, du Armer. Wird aber gleich besser werden, wenn die Clara das Handtal da anstreicheln. Ja, ja, wird schon immer leichter. Ui, also dieses Massieren, das muss ich auch lernen. Nickel. Wenn Sie massieren können, komme ich zu Ihnen zum Massieren. Oh. Doch, doch, nur hinein in die Vollen. Nein, so pressieren wird's mir auch wieder nicht. Ja, was ist denn da los? Warum liegt der Herr Fritz auf dem Tisch? Er hat einen Krampf, den muss ich ihm rausmassieren. Oh. Das ist dir wieder eingefallen, Nickel, gell? Nein, nein, Frau Wirtin, das war meine Idee. Ja. So. Aber Liesl braucht sie nicht auch ein bisschen Massage. Lippenmassage hat er auch schon gekriegt. Massage! Herr Sportlehrer, ich will auch massiert werden. Ich ziehe mich nur schnell entsprechend an, ja? Bin gleich wieder da. Joschi, das lasse ich nicht zu. Joschi, wenn du demassierst, dann bin ich dir schwer beleidigt. Jetzt reicht's, Mama! Ja, mir reicht's jetzt auch. Ja, und geht es wieder, Fritz? Ja, ich spüre überhaupt nichts mehr. Herr Joschi, ich danke dir recht herzlich, dass Sie mich von meinem Krampf befreit haben. Ja, ich danke auch. Und ich danke auch recht herzlich. Na, wie hat eure Tante das gemacht? Großartig! Ja, ja, die alte Tante! Schau, es sah aus. Ilona möchte massiert werden und die Liesl ist schwer beleidigt. Auwe, auwe, Zwick. Da meine ich immer, werde ich einspringen müssen. Du, wieso? Du kannst doch gar nicht massieren. So wie du auch. Du hast am Fritz einen linken Fuß massiert, ja. Und mit dem rechten ist er gekupft. So, da bin ich schon. Oh, oh, ja, Sie, wissen Sie was? Legen Sie ihn gleich auf den Tisch auf, dann packen wir es gleich mir zu. Was wollen denn Sie? Sie sind doch nur der Hausknecht. Ah, ich mach's auch recht gefühlvoll, dieses Massieren. Ach, verschwinden Sie. Was sich dir alles einbildet, dieser alte Esel. So. Sie haben ja einen Badeanzug an. Natürlich. Sie werden doch wohl nicht meine Kleider massieren wollen, oder? Ilona, Sie brauchen überhaupt keine Massage. Doch, doch. Die Beine und den Rücken.
Yoshi. Ich habe Ihnen ja so viel zu erzählen. Und Yoshi, Sie brauchen kein Wort sagen, bis ich mit meiner Beichte fertig bin, ja? Zart. Ich will was spüren. Nicht so fest, mehr mit Gefühl. Ja, so ist es recht. Und jetzt werde ich dir was sagen, was dich freuen wird. In Kürze bin ich Besitzerin von diesem Gasthof hier. Massier noch weiter, Yoshi. Nicht mehr anlügen. Weißt du, ich bin gar nicht die Nichte vom Porsche. Ich bin seine Freundin. Au! Oh! Oh! Ich verstehe, dass du böse bist, Yoshi. Aber ich verspreche dir, in Zukunft werde ich nur noch für dich da sein, ja? So ist es recht. Ja, jetzt spüre ich direkt deine Verzeihung. Und jetzt, Yoshi, jetzt kann ich dich auch wieder ansehen. Gell, ich hab's doch gesagt, dass ich's kann. Ilona, ich hab dir alles rausmassiert. Was? Was erlauben Sie sich? Hausknecht weiß, was Frauen wünschen. Schuhe zum Putzen. Macht nichts, Liesl, nur her damit. Das haben wir halt alle zu wenig. Was? Ich hab mir gedacht, du schimpfst. Na, ganz im Gegenteil. Heute sind die Schuhe meine Lieblinge.
Du Liesl, schau doch im Haus drin nach, ob du dir noch Schuhe findest. Such alle Schuhe zusammen, die da sind. Geh weiter, schick die. Mann, ich spinnst aber schon ein bisschen. Schick die. Die kann sich jetzt gar nicht vorstellen, für was ich den ganzen Drehklatschen da heute brauch, gell? Weißt das du vielleicht, Ilona? Nickel? Hier haben Sie Geld. Und Sie schweigen über alles, was Sie gestern gehört haben. Verstanden? Nein. Das Geld, was du dir verdienst, mag der Nickel nicht. Na gut. Dann bekommen Sie mehr, damit, dass Sie mich aber ja nicht verraten. Beim Onkel, gell? Haha, der dumm dreischauende Herr Onkel. Nein. Ilona, mach mal so. Solange du das tust, was ich will, schweige ich. Ja, Nicky, ich tue alles. Nein. Alles mag der Herr Nickel auch wieder nicht. Nein. Aber Ilona, schau dir doch einmal diese Drehklatschen da an. Ist das nicht eine Schönheitsgalerie? Diese Schuhe interessieren mich doch nicht. Das Interesse kommt aber gleich. Die warten nämlich auf dich. Was? Ja. Ich soll Schuhe putzen? Da, niemals. Nee. Nein. Na, weißt du was? Du tust jetzt noch viel mehr. Du kratzt mir jetzt meinen Buckel. Der beißt mich nämlich. Was? So. Das auch noch? Ja. Also das, was du mit Porsche hast, das geht ja mich nichts an. Aber dass du Liesl den Joschi ausspannen willst, das muss bissen, gell? Also dann geh her, komm. Buckel kratzen. Auf geht's. Also meinetwegen, das ist wirklich die Höhe. Na, ein bisschen tiefer muss kratzen. Ein bisschen tiefer. So, da, ja. Ja, und ein bisschen mehr Gefühl reinlegen, gell? So wie ich beim Massieren darf. Schon. Ja, jetzt noch ein bisschen links. Und das tut mir gut. Ist das dem Herrn so recht? Ja, so ist gerade recht. Jetzt sparen wir das Waschen. Ilona! Ja, was tust denn du da? Ilona, geh weiter, kratzen halt noch mal. Da auf der Seite, da beißt es mich noch da. Möchtest du kratzen? Ja, was glaubst denn du, du windiger Hauser? Na, warte, es dauert nicht mehr lang, dann kehrst mir. Möchtest du adoptieren? Ilona, geh kratz halt noch mal da beim Schulterblattl, da beißt es mich noch mal. Meine Nichte ist nicht dazu da, dass ich dir deinen Speckbuckel kratzt, alter Depp. Die kann's aber ganz gut. Und ich meine, die hat schon manchen alten Deppen kratzt. Und das war ja von ihrer nur eine Gegenleistung für das, dass ich sie massiert hab. Was? Du hast sie massiert? Ja, freilich. Und zwar gründlich. Bei derer war es ja höchste Zeit. Die war total verknödelt. Derer hab ich Sachen rausmassiert. Gell, Ilona? Hä? Ilona, von was redet ihr? Das war nur ein Missverständnis. Ich wollte mich vom Sportlehrer massieren lassen. Ja, schon, aber weil's ich besser kann. Darum hab's auch nicht gemacht, gell. Ja, soll ich da vielleicht doch ein Trinkgeld dafür geben? Okay, was willst denn du denn mit dem Geld, hä? Mit Geld kann man alles machen, merkt ihr das? Alles? Na, da hast du nicht recht, gell? Ilona, ich komm gleich wieder, gell? Gleich wieder da. Oh. Ilona, was ist da los? Merkst du nicht, dass er immer frecher wird, dieser Hausl? Es ist höchste Zeit, dass du ihn hinauswirfst. Der hat doch jetzt so geredet, als ob er näher mit dir bekannt war. War da wirklich nichts? Du wirst doch nicht eifersüchtig sein, du, der reiche Porsche, auf diesen windigen Hausl. Zeig ihm doch mal endlich, was in dir steckt. Ich bin doch schon dabei. Ja. Brauch nur noch mit dem Besitzer verhandeln. Ja. Dann gehört der Gast auf mir. Und dann werfen wir ihn hinaus. Hochkant. Ja. Ich lass mir das Geld überweisen. Ja. Ich zahle bar. Ja. Ich hab's ja. Ja. Er wird mir alles, ja alles kaufen. Er hat Geld wie andere Heu. Für ihn muss alles und jeder laufen. Doch ich bin nur mir selber treu. Er kauft alles mir und er schenkt es mir. Er hat Geld wie andere Heu. Für ihn muss alles und jeder laufen. Doch ich bin nur mir
selber treu. Simona, da schau mal her. Schau, was ich für dich hab. Weißt du, was das ist? Hä? Eine Arbeitsschürze? Ja. Nickel, Sie wollen mich wohl erpressen, was? Nix wird presst, die Schuhe werden putzt. So, dann binden Sie mir doch mal die Schürze zu, Nickel. Komm. Du schreist den anderen Sachen auch nicht so tappig, gell? Das musst du selber kennen, gell? Ach, unser kleiner Nickel ist wohl schüchtern. Ja, hörst du auf? Hörst du weg von mir? Ja, sag einmal, da muss ich meinen höchsten Widerstand einschalten. Da geh ich her. Da lass deine Gefühle aus, ist viel gescheiter, gell? Also gut, meinetwegen. Zeigen Sie mir, wie man sowas macht. Ja, das musst du selber wissen. Und wenn du das nicht richtig machst, pack ich dich bei deine Ohrwaschen. Ja, ich habe sehr schöne Öhrchen. Die werden gar nicht mehr so schön sein, wenn es beidelt, deine Öhrchen. Ja, Fräulein Ilona, ja, was machen Sie denn hier? Die kennt das gar nicht. Ich putze die Schuhe für meinen lieben Nickel. Ja. Für Ihren lieben Nickel? Ja, wieso denn? Warum denn? Oh mein Gott, weil sie mir heute eine Freude machen will. Gell, Ilona? Ja, warum denn? Ja, mein Gott. Soll ich sagen, warum, dass du für mich die Schuhe putzt? Ilona? Nein. Doch, ich sag's. Nein. Ich sag's jetzt. Ich sag's. Nein. Ich hab heute Geburtstag. Oh. Nein. Ja. Nickel hat Geburtstag. Nickel, was wünschen Sie sich von mir? So viel auch wieder nicht. Nickel, ich wollte Sie doch in meiner Freude umarmen. Nein, ich mein, was für ein Geschenk wünschen Sie sich von mir? Ach so, ja doch. Da hätte ich eine wunderbare Schuhbürsten für Sie. Ja, ich soll für Sie Schuhe putzen? Das wäre das schönste Geschenk für mich. Binden Sie mir Ihre Schürze vor. Das mache ich sehr gerne, ja, für Sie. Da gehen wir sehr, Frau Tante. So. Ja, hoffentlich reicht das Bantel darüber. Ja, ich bin jetzt schön. Ja, geht's dir, Christian? Ja, so was, da schau her. Also, das habe ich mir schon immer gewünscht. Zwei Damen zum Schuhputzen. Was machst denn du da? Nix. Das hat sich aufgehört. Der Nickel hat heute Geburtstag und wir helfen ihm arbeiten. Was, du hast heute Geburtstag? Ja, warum fragst du denn da? Oder hab ich schon mal gelogen? Liesl, jetzt weißt du, warum ich zuerst zu dir gesagt hab, such alle Schuhe zusammen, die da sind. Ich komm gleich wieder, gell? Schuhe groß und klein, putz ihr blitzeblank und rein. Und ich lach dazu, weil ich nixen tue. So viel Liebe und so viel Freude und jugendlicher Temperament putz ich die Schuhe in Luft und Sonne. Und wenn's hier Bonne, weil ich das für den Nickel tue. Ja, die alte Tante hat das Herz am rechten Fleck. Sie stets verkannte, putzt jetzt alles weg. Nickel, alles Gute zu deinem Geburtstag. Bleib so, wie es bist, gell? Da, der Schnaps gehört dir. Was? Die ganze Flaschen? Da hab ich immer schon drauf hingeschirrt. Also dann, Prost, Nickel. Prost, Liesl. Prost. Hey, was werden da gefeiert? Joschi, der Nickel hat heute Geburtstag. Du nicht? Nickel, herzlichen Glückwunsch. Alles Gute, gesund bleiben, gell? Dankeschön, Joschi, dankeschön. Was hätte ich denn gleich für dich? Du, da brauchst gar nicht lang nachdenken. Ich hab für dich auch eine Arbeit. Ach so. Du, drum dann die Damen Schuhe putzen. Ja, freilich. Ja, das machen wir sehr gerne für unseren lieben Nickel. Nicht wahr, Fräulein Ilona? Natürlich. Prost, Joschi. Prost, Nickel. Bleib so, wie du bist. Ja, bleib so, wie du bist. Das wünsche ich mir von dir. Niki, Niki. Da hilft Joschi. Das ist mein Fitnesskurs. Aber deine Dame meine die Menge auch, Schnapsel.
Ach so, ja freilich. Heute trinke ich mit jedem ein Stamperl, gell? Und als erstes kommt der Wauwau dran, gell? Wauwau? Wieso Wauwau? Ja, fragen Sie nicht lang. Da geht das her. Gesundheit, Prost. Prost. Mhm. Oh, der brennt hinunter. Naja, das ist auch ein selber Brenner. So, und jetzt kommt der Porsche nicht da dran. Geh, Luna, du machst doch gern scharfe Sachen. Prost auf das, was wir zwei wissen. Aber jetzt sind wir gleich direkt ausgegangen mit denen, wo ich Prost trinken kann. Ja, gell? Das ist ja recht. Sonst kriegst du noch einen Nickel. Ja. Der Nickel kriegt doch keinen Nickel mehr. Sandy, wo bleibst du denn? Wir wollen doch mit dir feiern. Ja, aber der Nickel hat Geburtstag und wir helfen ihm arbeiten. Geburtstag hat er, unser lieber Nickel. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, dankeschön. Alles Gute zum Geburtstag, Herr Nickel. Ja, dankeschön, Herr Fritz, aber heute bleibst du da mit einem Stapelschnaps. Da geht's her, heute bringe ich mit jedem Stapelschnaps. Und als erstes kommt das Scheurelein dran, gell? Clara, Clara, streich mir durch meine Lichtung. Und jetzt kommt der Rehlein Jäger dran, gell, Herr Fritz? Weidmanns Heil. Weidmanns Dank. Prost. So. Ja. Ja. Hohoho. Der Nickel, der hat schon einen kleinen Nickel. Ja. Nicht lachen. Schuppuzi, was ist denn da? Muss ich die Arbeit wieder ein bisschen einteilen, gell? Was ist denn mit euch zwei? Draußen in der Schupfer war ein Brennholz und rechts davon ist gleich ein Korb. Ja, holt's doch dies gern rein für mich. Oder geht's ihr vielleicht nicht gern allein in die Schupfer raus? Aber natürlich! Ja, also. Der lasst alle für sich arbeiten. Ja, aber die Schwer, jetzt ist mir was eingefallen, Joschi. Was? Ja, da war ein leeres Bierfassel draußen. Du, das rollst mir gleich zu den anderen hinteren. Das ist ein Hundling, aber ich tue es. Ja. Wickel, ich bring dir jetzt ein Brotzeug, gell? Dass dir der Schnaps nicht so ankommt. Aha, Ilona, hast du das gesehen? Ich glaube, dass sich die Liesel für sich auch eine Brotzeit holt. Beim Joschi fürs Goschi. Wenn sie sich nur nicht überfrisst. Ja. Oh, ja, wo sind denn die mit dem Holz? Ja, 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 wo sind denn die mit dem Holz? Da muss ich sofort nachsehen. Halt, da bleibst du, wow, 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 wow. Ach, so war das gemeint, Nickel, ja. Nickel. Ja, jetzt kommen wir's ja schon. Ja, wo habt's denn ihr das Holz? Ach, das Holz. Ach ja, das Holz. Ach ja, das Holz. Das haben wir vergessen. Das müssen wir holen. Ja, das müsst ihr jetzt noch holen. Ilona, hast du das gesehen? Hä? So schön ist die Liebe. So, Nickel, jetzt sitzt die her und isst ein bisschen was, gell? Ja, ja, schon, aber gell, Liesl, die, die für mich arbeiten, die kriegen wir auch eine Brotzeit. Ja, freilich. Und als erstes kommt natürlich der Wauwau dran, gell? Schnappi, schnappi, schnappi! Schnappi, 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 schnappi! Jetzt hat's mich gebissen! Was ich denn? Oh, ja, das passt! Der Joschi! Jetzt hat er bald einen Porsche überrollt, wie einen Rollmops! Wie ein kleiner kleinen Rollmops, dir! Ilona, was tust du denn da schon wieder? Ja, schon putzen tut's für mich. Ja, was fällt denn dir überhaupt ein? Nein, nein, ihr ist ja gar nicht eingefallen, gell? Nein, nein, mir ist es eingefallen, aber. Geweihter Herr Porsch, setz dir einen Moment da her. Mit dir trinke ich auch einen Stamperlschnaps. Heute trinke ich mit jedem einen Stamperlschnaps. Was? Ja. Du mit mir einen Schnaps? Ja. Ah, vertragst du keinen? Ich kaufe meinen Schnaps schon selber. Sei nicht so ekelhaft, schau. Ich hab heute Geburtstag. Oder so einer wie du auch Geburtstag. Ja, meinst denn du, ich bin auf der Brennsuppe dahergeschwommen, hä? Niedecker Hausl möchte mir einen Schnaps anbieten. Du, ich ärgere mich nicht mit dir umeinander. Da hast du einen Schnapsal, gell? Und, wie heißt du überhaupt mit dem Vornamen? Ja, was geht denn das dich an? Hä? Bitte? Ah, was? Hans heiß ich! Aha! Hans heißt er! Hans packt die Kuppe
beim Schwanz, packt die Kuh beim Eiter, ziehst du ein Stückchen weiter. Ja, so, mein. Muss ich mir das gefallen lassen von dir? Gib halt eine Ruhe. Hä, was glaubst du denn überhaupt? Dass drei von Rindfleisch eine gute Suppen geben? Niki, wir sind schon entschuldigen, Herr Porsche, aber der Nickel hat in seiner Geburtstagsfreude ein bisschen zu früh erwischt und da weiß er scheinbar nicht mehr, was er sagt. Doch, das weiß ich schon noch. Den überspannten Hirschen möchte ich ärgern. Nickel, jetzt reiß dich zusammen. Der braucht ärgern und zwar notwendig. Jetzt wäre ich massiv. Jetzt sperrt sie mir euch eine Ohrwascherl auf. Ich bin gerade dabei, dass ich den Gasthof da kaufe. Er ist schon so gut gekauft. Ja, auf der Gemeinde. Habt ihr den Pachtvertrag gesehen? Steht nichts drinnen von einem Vorkaufsrecht für eine Pächterin oder sowas. Ich brauche also nur noch mit dem Besitzer verhandeln und das kann ich gut. Jeder verkauft, wenn man genug zahlt. Und ich hab's ja. Ich hab mehr Geld wie alle miteinander. Hausl, dann werden dir deine Stiefel gewichst. Für sowas hab ich meine Damen. Du wirst bald nicht mehr so frech sein. Natürlich. Pfeift auch für die Pächterin ein anderer Wind. Dann hast dann das da, was ich mir dann aus beim Tempe. Und bedanken könnt ihr euch bei dem fidelen Hausl. Ilona, komm! Puh. Gottes Willen. Der Porsche-Besitzer, das ist gar nicht zum Ausdenken. Mein Lieber, der hat da vielleicht ein Wort, gell? Okay, du hörst jetzt sofort zum Trinken auf. Jetzt ist das Holz auch da. Ja, na, tragt ihr gleich in die Küche, gell? Und eure Tante nimmt's auch gleich mit. Alles einheizen. Oh. Komm, Kinder, der Nickel hat zu viel getrunken. Er weiß nicht mehr, was er spricht. Doch, das weiß ich schon noch. Paulus schrieb an die Korinther. Halt's keine alten Weiber über den Winter. So langsamer, gell? Du hast heute schon viel nur angestellt. Mein Lieber, du, das wird was werden. Der Porsche wird uns schikanieren. Und sein Dichter wird auf mich losgehen. Naja, du wirst ja da bleiben, der für jetzt erst recht. Entschuldige, ich will den Ilona nix. Du machst mich schon ganz nass. Ja, und überhaupt, muss ich euch was sagen. Überhaupt ist die Ilona gar nicht ein Porsche seine Nichte, sondern sein Gspusi. Woher weißt denn du das? Ein guter Hausl weiß alles, gell? Und ihr will nämlich der Porsche unseren Gasthof zum Wetterfeindl schenken. Was? Ja, wenigstens hat es ihr schon versprochen. Für liebevolle Gegenleistungen. Was das auch noch? Ja, dann kann ich gleich gehen. Mein Schnickel, du hast doch den Pachtvertrag für mich erledigt. Warum hast du das Vorkaufsrecht vergessen? Ja, das hab ich ja gar nicht vergessen. Das war Absicht. Schau, Herr Liesl, ich war doch schon vor dir da. Und hab dich nicht gewusst, ob wir zwar zusammenpassen. Ja, das weiß ich jetzt. Und ich habe auch nicht gewusst, ob derjenige, der später einmal zu dir dazukommt, auch zu mir passt. Und ob ich mit ihm zusammenarbeiten kann, das weiß ich jetzt auch. Jetzt ist alles im Butter. Das sagt er im Butter, wenn wir gehen können. Der Porsche kauft und wir gehen ausziehen. Ja, so schaut's aus. Liesl, jetzt holst du mal deinen Pachtvertrag runter. Der nutzt mir doch jetzt nichts. Aber wir möchten jetzt einmal sein. So, dann hol ihn halt. Das wäre der eigensinnig auch noch. Du holst mir jetzt einmal einen Porsche runter, sagst ihm, der Besitzer vom Wetterfeindl ist da und möchte mit ihm verhandeln. Der Besitzer? Ja. Der ist doch nicht da. Ja, vielleicht kommt er noch. Jetzt holt mir mal runter. Mein Lieber, du, dir geben wir noch mal einen Schnaps. Alles hier ist mein und den Porsche lass ich nicht rein. Ich bin hier zu Haus und der Tanz ist aus. Bist du stets wie ihn, schluckt der Quiz nix viel. Nur nicht allzu frech, sonst hast du nur Pech. Einschreiben lassen wegen dem Vorkaufsrecht. Okay, weiter, Liesl. Wo ist der Besitzer? Da ist er. Porsche, ich mach dir einen Sonderpreis. Der Gasthof zum Wetterfeindl kostet 1 Million Mark. Und das Verbriefer dürft auch noch zahlen.
Er war der Besitzer der windige Hausler. Eine Million Mark verlangt er. Für den Krempe, der vielleicht 200.000 Mark wert ist. Oh mein Gott, schon mal gedacht, du reflektierst auf einen Liebhaberpreis. Jetzt reiß dich mal zusammen. Ja, sonst ist doch alles aus für uns. Nix ist aus. Liesl, jetzt lies einmal die Unterschrift vom Besitzer da in deinen Pachtvertrag. Nikolaus Oberhofer. Ah, und wer heißt er so? Nikolaus. Ha? Mein Schneckchen. Ja, ich. Ja, glaubst du es jetzt, dass ich der Besitzer von dem da bin? Ich krieg keine Luft mehr. Halt mich, ich fall um. Ja, ja, aber jetzt geht's weiter. Geht's ein bisschen in den Wirtsgarten hintere. Ich muss nicht immer allein sein. Hey, das geht's. Gibt's ja nicht. Da ist er der Besitzer von dem ganzen Sack mit den ganzen Jahren hier nichts. Ja, jetzt meine ich immer, brauchst du einen Schnaps, hä? Da geh her. Prost, Hans. Was hast du jetzt gesagt? Hans? Na, Freile. Ja, sag einmal, kennst mich du denn wirklich nicht mehr? Wir sind doch miteinander in die Schule gegangen. Wir zwei? Na, Freile. Ja, die sind halt ein bisschen grau geworden und wir sind schon ausgegangen. Drum hast du den Spruch gewusst, Hans, fahrt die Kuh. Beim Schweiz fahrt die Kuh beim Alter, ziehst du den Stiegel weiter. Den haben wir doch damals in der Schule immer zu dir gesagt, weil du damals schon so ein Angeber warst. Und da haben wir immer schon gedacht, einmal im Leben möchte ich den Kerl so richtig dran kriegen und ihm zeigen, dass andere Leute auch was sind. Ja, und wie du dann da zu uns gekommen bist, gell? Dann haben wir gedacht, es ist doch immer noch dasselbe überspannte Hirsch wie damals. Aber ich hab's doch zu was gebracht. Aha. Ich hab viel Geld. Ja, ja. Aber deswegen hätte ich deinen Gespusi auch ausgeschmiert, gell? Und meinen Gasthof für sich und den Joschi wollen. Was? Ja. Jetzt siehst du mal, dass man mit Geld doch nicht alles kaufen kann. Aber die kauf ich mir jetzt. Die soll mich kennenlernen. Na, was sagst du noch? Nickel, wie kommst denn du dazu, dass du als Besitzer da einen Hausl machst? Okay, schau. Ich bin doch kein gewöhnlicher Hausl, nicht. Ich weiß doch immer nur, wer ich bin. Und wenn ein so überspannter Hirsch kommt, wie du, dann kann ich mir auch erlauben, dass ich mir nichts gefallen lasse, weil mich schmeißt keiner aus. Aber ich jetzt, die Ilona, verlass dich drauf, die kann jetzt was erleben. Da wärst du aber sauber brennen müssen. Die hatte ich nämlich in der Hand, gell, wie eine Zitrone. Quetsch, quetsch, quetsch. Niki, jetzt bist du endlich allein. Wir möchten uns ganz herzlich bei dir bedanken. Ja, gern geschehen, Liesl. Ich weiß wirklich nicht, was ich sagen soll. Ja, sagst du am besten gar nichts, Joschi. Wasserleitung halten, der braucht's notwendig, weißt schon. Oh, mein Lieber, mein Lieber. Ach, Gott. Schmankerl, komm her mit Zukunft. Darf ich da mitessen? Du, der ist tolles. Ah, Liesl, schön muss es werden mit uns zwei. Und wir schön. Ich freue mich schon so. So, jetzt muss ich aber in die Küche aus. Da feiern nämlich die Tante mit Fritz und der Clara den in einer Verlobung. Liesl, bleib da, du. Die sitzen alle hinten im Haus draußen und haben noch jede Menge zum Trinken draußen. Komm, setzen wir uns da rüber. Wo ist denn dieser Hausknecht? Den, wenn ich erwische, den kratze ich die Augen aus. Ja, Ilona, zugeschnecken. Du, ich bin bei der Hasel. Ich hab schon mehrere rausgeschmissen, gell? Halten Sie ja den Mund. Und wir sprechen uns noch. Ja, aber, ja, Zuckerschnecker, da gehen wir her. Schau her, ich hab dich reingetragen, jetzt trage ich dich auch wieder raus, gell? Lassen Sie mich raus! Lassen Sie mich raus! Ich bin in Stimmung. Wo ist mein geliebter Nickel? Wo ist er denn? Ja, du brauchst keinen Nickel nimmer. Du hast schon einen kleinen Nickel. Tante, wie wär's denn jetzt, wenn wir den Nickel zu seinem Geburtstag Standerl singen würden? Hä? Ja, unser Sportlerlied. Auf geht's. Ja, auf geht's. Freilich. Aber wir werden erst aufgehen, wenn ich dann einmal wirklich Geburtstag habe. Oh,